da bin ich auch schon wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wuhup, wir haben hier was gefunden. Oh, sieht mir so ein bisschen aus, als ob wir hier noch einen ganzen Dungeon vor uns hätten. Aha. Oh nein. Die Axt. Die Axt aus Wonder Boy. Egal, wir haben jetzt drei Rätsel wohl hier zu lösen. Verständlich, das ist schon nachvollziehbar, aber irgendwas passt hier nicht. Magmalino sagte, keine Sprung- oder Flugfähigkeiten einsetzen. Mach dich bereit. Ach so, na klar. Ich habe mich schon gefragt, wie soll man ein bisschen machen ohne Springen. Aber klar, so geht das natürlich sehr gut. Aha, hier kommen wir weiter. Jetzt kommen wir unten hin. Bounce. Hier entlang. Ja, los. Das war jetzt aber schon ein bisschen frech. Dachte mir schon so etwas, aber irgendwie fehlt hier noch irgendwas. So, das ist das hier. Gucken wir mal weiter. Schnuppern wir mal ein bisschen. Hier gibt es nichts zu schnuppern. Ah, na klar. Oh. Okay, dashen war es nicht. Gut, das war das. Muss ich hier irgendwie rüber, hier lang? Bin ich wieder hier. Au. So, hier komme ich ganz normal rüber. Einfach. Okay, das bringt wirklich nichts. Aber wie soll denn das sonst gehen? Übersehe ich vielleicht nochmal irgendwas? Irgendwie. Moment. Boah, das war knapp. Ich habe da doch so eine Idee. Dafür brauche ich aber meine alte Klinge. Und genau. Das hätte funktioniert. Nochmal. Da, 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 da und hoch da. So, jetzt muss der Dude wieder auftauchen, damit ich das machen kann. Klack. So. Diese verflixte Regel scheint nicht mehr zu gelten. Zeit zu gehen. Das ist gut. Damit habe ich die erste von den dreien gelöst. Und zur nächsten. Mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Dürfen oder nicht dürfen. Mal schauen. Oh wei.
Okay. Mark Merlino sagt, keine direkten oder indirekten Angriffe einsetzen. Mach dich bereit. Keine direkten oder indirekten. Okay, aber Moment, zählt. Okay, zählt das auch? Das zählt auch, gut zu wissen. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr fröhlich. Ey, ach so, ja klar, war ja ein direkter Angriff. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn... Das war frech. Vor allem die dürfen weitermachen, ganz normal. Finde ich gemein. Aber okay. Aber kleiner Moment. Okay. Das geht nicht. Aber irgendwie geht das hier. Was genau hat das zu bedeuten? Ach. Das hat zu bedeuten. Da muss man... Das ist ja... Also ist schon ein cooles Puzzle, muss man schon mal echt gestehen. So. Na schade. Ich dachte, es gibt zumindest noch Lebenspunkte. Computer sagt nein. Aber die zweite Hürde haben wir zumindest schon mal durchstanden. Auf zur dritten. Mal gucken, was wir hier nicht machen dürfen. Mark Merlino sagt, immer in Bewegung bleiben, mach dich bereit. Komm. Geht doch. Ach, fuck that. Ich dachte, das würde auch so gehen. Und weit gefehlt. In Bewegung bleiben. Ah, okay, alles klar. Ich dachte gerade, immer in Bewegung bleiben. Was passiert, wenn ich stehen bleibe? Okay, man stirbt. Also zu lange stehen bleiben darf man auch nicht. So. 100er. Und Double Jump. Und hier nach rechts, nach rechts, nach rechts. Das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Aber egal, es geht schon. So, ich hoffe, das ist jetzt hier langsam zu Ende. Oh, fuck. Ich wollte gerade noch wechseln. Und es kommt bestimmt jetzt gleich nochmal ein Gegner anmarschiert, der mich nochmal aus dem Leben matcht. Nee, Glück gehabt. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Und das sind nur die ersten. Vorsicht. Ach komm, ehrlich jetzt. Okay, das kann ich jetzt echt mega in die Tonne treten. Mit einem Viertel Life Point. Machen wir es uns noch nicht so schwer. Sterben wir einfach mal. Dann haben wir volle Lebenspunkte und sogar noch
diesen Bonus hier. Unsere Life Point Auffüllstation Trank Ding. Du nervst mich auch nicht mehr weiter. Rumpf. Und aufwärts. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt hier auf Drache wechseln. Ja, sag ich doch. Düpp, 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 düpp. So, was kommt als nächstes? Wir können beim Drachen bleiben tatsächlich. Weil jetzt kommt ja nur die letzte Etappe. Ja, genau. So. Die drei kleinen Schweinchen kommen jetzt. Och nee. Einmal zu viel Feuer gespuckt. Und dann passiert sowas. Das ist eine fiese Nummer hier. Hm. Das kommt davon, wenn man nebenbei noch Kaffee trinkt. Einfach mal sterben. Ja. Egal, das kriegen wir hin. Lol. Okay, jetzt werde ich ein bisschen doof in der Birne langsam. Jetzt aber. This is the last time of the song. Du, 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 du. Achso, ich fahre wieder die Dinger hier. So, auf Drache wechseln. Und wir wechseln auf Löwen. Einfach damit wir nicht auf die Idee kommen, hier komische Dinge zu machen. Weil ich kann nämlich auch hier rumwerfen, wie nichts Gutes. So. Oh, ich hasse diese Dinger. Diese Dinger sind doch abfuck. Was kommt jetzt? Schlüssel ist da. Sehr gut. Die verflixte Regel scheint jetzt nicht mehr zu gelten. Zeit zu gehen. Und damit haben wir das erste Relikt. Ein Relikt aus ganz alten Tagen. Eine Steinaxt. Diese Waffe aus der Steinzeit scheint ein einzigartiges Relikt zu sein. Das muss die mythische Steinaxt sein. Gut, dass ich sie von Mack bekommen habe, ohne noch einmal an einem Wettrennen teilnehmen zu müssen. Gut, ich gehe am besten wieder zurück zu Schwester Zieglinde. Ja, kann man machen. Aber ich würde gleich sagen, wir kümmern uns einfach um die nächste. Wir müssen jetzt in den Nebel, obwohl... Gucken wir uns nochmal an, was genau unsere Aufgabe hier jetzt ist. Ring. Taka, taka, taka. Vielleicht gibt es hier nochmal so den ein oder anderen neuen Hinweis oder so. Whoops. Charge. Der große Himmel über den Vögeln, über den Vögel und Wolken ziehen. Der tiefe Wald, in dem sich die giftigsten Kreaturen tummeln. Die Relikte haben eine spezielle Verbindung zu diesem Sanktum. Bitte bring sie, sobald du sie gefunden hast. Also doch nicht hierher kommen. Ich bin extra einen weiten Weg hierher gekommen. Nur um dann zu erfahren. Oh, sorry. The Princess is in a different castle. Try again. Super Mario. So, der Nebelwald wird jetzt wahrscheinlich das nächste sein. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken,
wo genau. Aber ich glaube, ich gehe hier nochmal ganz kurz zu dem Waffenhändler. Aha. Der ist der Dude, der uns diese drei coolen Relikte liefern kann. Dafür braucht er, also beziehungsweise die mega krass fette Rüstung. Bumm. So. Mal gucken. Ey. Aber giftige Kreaturen. Ja, passt schon sehr gut. Hier nach oben. Genau, hier war ja auch irgendwas. Die Münzen würde ich ganz gerne haben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier so viele Münzen zu kassieren. Kann ich hier auch noch irgendwie hoch? Nö. Genervt. Also zumindest habe ich hier wieder meine. Kann ich meine Lebenspunkte auffüllen. Das ist gut. So. Hier hatten wir schon was. Dann vielleicht wieder hier an dieser Stelle. Ich kann hier einfach hochfliegen. So. Dann können wir mal gucken. Okay, hier waren wir schon. Das ist schade. Das heißt, es muss hier noch irgendwo irgendwas anderes geben. Tief im Wald, in dem die Pilze ruhen. Ach, hier war das mit den... mit diesen versteckten... mit der Reihenfolge für die... genau, für diesen Pilz hier. So. Dann muss es ja irgendwie noch was anderes geben. Wir müssen... Dann probieren wir es nochmal, indem wir uns nochmal zum Anfang teleportieren von diesem Ding hier. Es fängt schon wieder an. Es bewegt sich einfach von sich aus nach rechts. Nach links. Bin ich jetzt da, wo ich sein soll? Ja, ich glaube, ich bin jetzt da, wo ich sein sollte. Das heißt, wir können hier aber noch nach oben oder nach unten. Wo waren die giftigeren Tierchen? Waren die unten oder waren die oben? Wir können auch einfach mal nachgucken, welcher Wald wie heißt. Der Moment. Das hier ist... ah, Nebelwald, Kristallhöhlen. Dann müssen wir auf jeden Fall im Nebelwald bleiben. Und dann gehen wir einfach mal nach oben. Vielleicht ist das nämlich der Trick. So, einmal die Eisklinge wieder rausgeholt. So, hier können wir nochmal die Lebenspunkte auffüllen. Zack. Und dann gehen wir mal hier lang. Jetzt frage ich mich, sind wir hier jetzt eigentlich schon hochgegangen? Oder habe ich es dann doch nicht gemacht? Doch, hier waren wir dann doch schon. Na denn? Was haben wir denn hier? Waren wir hier schon mal? Nee. Doch. Nee, hier waren wir schon. Schade. So, dann da entlang. Ey.
Drecksvieh. Ah, diese kleinen Spinnchen hier, die gehen mir so auf den Puffer. So. Dann hier entlang. Bumm. Ui. Gucken, ob wir hier irgendwo eine Stelle finden, die wir dann irgendwie klein hacken können oder sowas. Aber das sieht so aus, als ob ich hier auch nochmal nach links oder rechts könnte. Aber irgendwie nicht. Aber jetzt? Aber nö. Hier oben? Nee. Hier ist einfach nichts außer diesen Spinnchen. Aber wait a moment. Irgendwas muss hier ja sein. Wie soll ich denn schon runterkommen, wenn hier nichts ist? Achso, indem ich hier einfach links runter jumpe. So, das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Also irgendwo muss hier noch was sein. Der Nebelwald geht aber unten noch weiter. Das heißt, ich bin noch nicht verkehrt, wenn ich es versuchen sollte, hier nach unten zu gehen. Dann können wir mal schnell meine Lebenspunkte auffüllen. Dann gehe ich hier unten hin, weil ich glaube, hier wurde es noch ein bisschen düsterer. Haha. Sag ich doch. Um. Vielleicht finde ich jetzt hier nochmal irgendwo irgendwas. Und. So, was hat es denn hier eigentlich mit dem. Mit diesem Schalter auf sich? Und was ist das hier? Und hier waren wir schon. Ah, den Schalter haben wir wahrscheinlich schon längst einmal umgelegt. So geht das. Ey. So, hier haben wir auch noch einen Weg. Der ist aber auch sehr verständlich und nachvollziehbar. Hier können wir ein bisschen durchwaschen. Gut. Diese ollen Spinnen, die aus dem Nichts kommen, richtig frech. Was haben wir denn hier? Gucken wir nochmal ein bisschen rum. Ah, hier haben wir das Wasser schon ungiftig gemacht anscheinend. Deswegen kann ich hier eigentlich auch einfach wieder weglaufen. Mal gucken, was wir hier haben. Okay, hier hat man nur eine Trüffel, die haben wir aber auch schon bekommen. Wir bewegen uns gerade immer mehr Bounce Richtung, keine Ahnung, wohin. Richtung Kristall oder so. Wasserfall. Ah, nee. Egal. Ich dachte gerade, da wäre noch was. Weit geguckt oder richtig schön verguckt. So, das brauchen wir nicht. Ich guck mal ein bisschen so. Ich versuche mal ein bisschen, die Augen offen zu halten.
Aber ich sehe hier nichts, was dem Ganzen irgendwie näher kommen sollte. So, was hatten wir hier? Das ist alle offen. Ah, und giftige... Die ihr nicht von einer wilden und giftigen Kreatur gefressen werden wollt. Naja, das klingt doch eigentlich schon sehr, sehr vielversprechend. Ah, klar. Das war die Stelle, an der wir die Schlange, die Schlangenfunktion bekommen. Und guck mal hier, da ist es. Ich hab's gefunden. Das heißt, einmal den Morgenstern und abwärts. Jeha! Da ist das. Eine Ocarina. Dieses zerbrechlich wirkende Instrument scheint ein einzigartiges Relikt zu sein. Das muss die berühmte Ocarina sein. Wer sie findet, darf sie behalten. Oh nein. Was jetzt? Ich sitze in der Falle. War doch klar, dass ich dieses Relikt nicht so leicht bekommen würde. Okay, wie komme ich hier raus? Nur diese Ocarina, sonst nichts. Vielleicht ist das eine Musikprüfung. Probieren Sie sie aus. Ich bin in einer anderen Dimension? Hey, Shion! Wer bist du? Wo bin ich? Hör auf mit dem Quatsch. Du weißt genau, dass ich eine Fee bin. Also, und wir sind in Alcedo. Alcedo? Aber ich war doch in einem völlig anderen Wald. Ich weiß nur noch, dass ich diese Ocarina probiert habe. Die Ocarina ist toll, oder, Shion? Damit lassen sich die Türen in andere Höhlen öffnen. Sie glaubt, ich wäre jemand anders. Dann spiele ich am besten mit. Kannst du mir nochmal sagen, wie man damit die Tür zur Höhle öffnet? Ich hab's vergessen. Kein Problem, ich bringe dir die Melodie wieder bei. Okay, ich bin bereit. Gut, gib alles und konzentriere dich. Lieder zu lernen ist schwierig, schwieriger als man denkt. Hör genau zu und spiele mir nach. Okay. Ich probier's. Oh. Also nochmal. A, B, B, Y, X, Y, A, X. Okay. A, B, B, Y, X, Y, X. Nee, fuck. Y, AX war das, glaube ich, noch. Sag ich doch, AX, Y, AX. Nochmal. A, B, B, Y, AX. Eine schöne Melodie. Es funktioniert, vielen Dank. Auf Wiedersehen, liebe Fee. Auf Wiedersehen, Shion. Danke, dass du diese Monsterarmee besiegt und unserem Land den Frieden zurückgebracht hast. Gern geschehen. Hehe. Na denn? Das ging ja einfach. Es hat funktioniert. Was für eine seltsame Fee. War das ein Traum? Egal. Ich fasse nie wieder eine Ocarina an. Gut, ich gehe am besten wieder zurück zur Schwester Zieglinde. Völliger Blödsinn, da brauchen wir gar nicht hin. Wir nehmen den Teleportstab. Ring. Und teleportieren uns zum Himmel über Eria. Also zum Dorf Eria am besten. Um dann dort zum Himmel zu fliegen. Mit einem Morgenstern. Und damit sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Bis denn!